und herzlich willkommen bei Frau Janik Probitz aus Probier's auch. Und heute probiere ich Maroni aus der Bratpfanne. Richtig lecker, richtig schön herbstlich, super einfach gemacht. Und es schmeckt richtig, richtig wie die Maroni auf der Straße, die man überall an den kleinen Maroni-Ständen bekommt. Richtig lecker, vor allem auch wirklich die Schale sieht genauso aus. Die hat auch dann diese schönen Röstflecken drauf. Also perfekt, richtig lecker, es ist richtig schön wärmend, jetzt wo es wieder kälter wird, perfekt als gesunden Snack am Abend auf dem Sofa, wenn man noch ein bisschen Hunger hat. Also eine super, super Sache jetzt vor allem in der kalten Jahreszeit. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. So, ihr braucht natürlich Maroni und da müsst ihr Folgendes beachten. Am besten sind natürlich die Maronis, die richtig frisch sind und das erkennt ihr daran, dass ihr im Laden am besten nicht diese Säckchen kauft, wo ganz viele schon drin sind, sondern am besten einzeln. Und dann fasst ihr jede einzelne an und spürt dann, ob die richtig schön fest sind und ob die nicht irgendwie Luft sozusagen drin haben. Also ihr könnt die so praktisch ein bisschen so zusammendrücken. Dann ist nämlich schon Luft drin und dann kann es sein, dass sie schon nicht mehr gut sind. Es gibt einen Test, wie ihr das rausfindet, welche nicht mehr gut sind, alle in ein Wasserbad schmeißen und diejenigen, die dann oben schwimmen, haben zu viel Luft und sind innen drin dann vergammelt. Also unbedingt dann nicht mehr essen und wegschmeißen. Ganz, ganz wichtig. Aber wenn die so richtig schön fest sind, dann sind sie perfekt. Ja, und jetzt ist das Ganze super einfach. Ihr müsst nichts weiter damit machen, außer ihr nehmt euch ein scharfes Messer, vielleicht hier so ein spitziges, wo ein bisschen so rund ist. Ein Taschenmesser zum Beispiel geht auch gut. Oder es gibt sogar extra Maroni-Messer, habe ich erfahren. Aber das geht auch. Und es muss halt richtig schön dünn sein, das Messer, und richtig schön scharf. Und jetzt müsst ihr das Ganze einritzen und zwar am besten hier in einer Kreuzform. Und wichtig ist immer die gewölbte Seite von der Maroni. Das sieht man ja immer ganz gut. Manche haben das nicht unbedingt. Es gibt auch welche, die an beiden Seiten platt sind. Aber die gewölbte Seite müsst ihr hier so schön einritzen und schon recht tief, damit ihr auch wirklich die ganze Schale trifft und sich die untere Schale, diese Haut, die da noch immer ist, dass ihr die auch sozusagen einritzt, damit die sich dann auch öffnen kann und von dieser Maroni lösen kann. So, das mache ich jetzt mal, zeige ich euch und wirklich immer vorsichtig sein, nehmt euch ein bisschen Zeit dafür. So, wenn ihr die dann hier eingeritzt habt, gut eingeschnitten habt, dann ist das Ganze schon fertig. Am besten lagert ihr die auch immer im Kühlschrank, schön kühl oder auf dem Balkon, nie bei Zimmertemperatur, dann vergammeln sie nämlich viel, viel schneller. Und wichtig, nachdem ihr sie gekauft habt, am besten so schnell wie möglich verarbeiten, weil vielleicht vergisst man sie dann wieder und dann sind sie wieder kaputt. Das geht recht, recht schnell bei denen, habe ich festgestellt, vor allem wenn man sie in der Wohnung lagert. Unbedingt kühl lagern, ganz wichtig. Das Ganze geht übrigens auch in der Mikrowelle, dazu habe ich bereits ein Video gemacht. Das könnt ihr euch auch mal anschauen. Wer das aber eben nicht hat, finde ich das eine super Alternative. Und vor allem die Röstaromen, die bekommt ihr nur in der Pfanne hin. Das geht nicht in der Mikrowelle. Man kann das Ganze auch in einem Ofen machen, das habe ich auch schon gelesen. Aber je nachdem, wie groß die Portion ist, finde ich das ein bisschen, ja, schade, so viel Strom zu verschwenden, wenn man den ganzen Ofen aufheizen muss für irgendwie zwei Handvoll Maroni oder so. Das lohnt sich, finde ich, irgendwie nicht so viel. Ja, und deshalb finde ich diese Methode in der Pfanne viel, viel besser, vor allem für kleine Mengen, wenn man wirklich nur was Kleines haben möchte zum Snacken. So, jetzt braucht ihr eine beschichtete Pfanne, ganz wichtig, eine beschichtete. Und am besten, wenn ihr habt, einen Deckel dafür. Für die Bratpfanne, das ist jetzt so ein Universaldeckel, der passt überall drauf. Der ist sehr praktisch und die zwei Sachen braucht ihr jetzt. Und jetzt ist es super einfach. Die Maroni gebt ihr in eure Pfanne, heizt das Ganze schön auf. Nicht zu heiß, damit es dann dampft. So ungefähr mittlere Hitze. Und dann immer wieder schwenken, dabei sein, damit es euch nicht anbrennt. Den Deckel drauf geben und immer mal wieder schwenken oder von Hand oder mit einer Gabel umdrehen, damit wirklich beide Seiten schön geröstet werden. Und wichtig dabei ist, nichts kommt in die Pfanne. Kein Öl, kein Wasser, gar nichts. Ganz, ganz wichtig. Nur die Maroni, so wie sie sind. Und ich habe nichts davor mit denen gemacht. Ich habe sie weder gewässert oder noch irgendwas gemacht. Gar nichts. So, und nach nur wenigen Minuten ist das Ganze auch schon fertig. So ungefähr 10 Minuten,
15 ungefähr. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, lieber nicht zu heiß, mittlere Stufe, Deckel drauf lassen, ein bisschen länger das Ganze lassen und dann öffnet sich die Schale auch schön und wirklich, dass es halt nicht verbrennt. Manchmal ist es so, dass diese dünne Schale, die innen ist, sich nicht so gut löst. Das weiß ich noch nicht so genau, wie ich dieses Problem lösen könnte. Da muss ich noch ein bisschen weiter tüfteln. Vielleicht wisst ihr das ja. Und manchmal geht es richtig gut. Aber man kann ja gemütlich auf der Couch sitzen und es dann schön abpoolen. Ich finde, das gehört irgendwie auch zum Maroni-Essen dazu und macht ja auch Spaß. Also auf jeden Fall ein super leckerer, gesunder, schneller Snack. Und ja, es hebt auch richtig schön warm. Also vorsichtig, nicht, dass ihr euch verbrennt. Es ist wirklich immer richtig, richtig heiß. Und jetzt würde ich einfach sagen, müsst ihr das Ganze mal ausprobieren. Ich liebe ja Maronis über alles. Es gehört für mich einfach in den Winter und in den Herbst dazu. Deshalb, ich bin ein Riesenliebhaber davon. Deshalb unbedingt ausprobieren, würde ich sagen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn euch die Idee gefallen hat. Dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Nicht vergessen, die Glocke anzuklicken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video online ist. Wie immer freue ich mich auf eure Fotos. Auf Instagram geht es am einfachsten unter dem Hashtag Freyanik. Und vielen Dank für die lieben Nachrichten, Kommentare, auch zu meinem Kochbuch. Vielen, vielen Dank dafür. So, und jetzt würde ich sagen, ran an die Maroni. Holt euch welche. Wie gesagt, ihr wisst ja, welche gut sind. Ab in die Pfanne damit und einfach ausprobieren. Viel Spaß dabei. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Freyanik. Jetzt pick ich mir mal eine raus. Damit es ausprobiert. Die zum Beispiel hat sich richtig gut gelöst. Und ihr seht es auch. Hier richtig schön angebraten. Richtig lecker. Wie vom Maroni-Stein. Müsst ihr unbedingt einmal ausprobieren. Herrlich. Unbedingt ausprobieren.